日本コネクションへようこそ。ポスト。Hallo, ich heiße Marion Klompfers und bin die Leiterin des japanischen Filmfestivals Nippon Connection in Frankfurt. Ich bin der Marc Nennstiel, ich bin Vereinsvorsitzender von Nippon Connection. Bin dort im Organisationsteam und für die Vereinssachen zuständig, aber auch für die Finanzen. Und daher kommt mein großer Wunsch, dass ihr alle Nippon Connection unterstützt. Ja, 15 Jahre Nippon Connection und wir geben immer noch nicht auf, weil wir immer noch den japanischen Film noch populärer machen müssen. Es läuft kaum ein japanischer Film hier im Kino und wir sind wirklich so das Festival, wo man japanische Filme wirklich entdecken kann. まあ、これだけ温かい日本映画だけを固めて見るチャンスっていうのは日本でも本当に少ないものだと思うんですよね。Nippon Connection ist kein Selbstläufer. Nippon Connection muss jedes Jahr wieder kämpfen, auch die finanzielle Basis. Wir haben schon dieses Jahr das Problem gehabt, dass wir eine gewisse Anzahl von Gästen planen, die aus Japan kommen, auch Gäste einladen. Und es laden sich immer mehr Gäste selbst ein, die zu diesem Festival kommen wollen. This is a really a good chance for us. It's like a doorstep. 今回僕はあのフランクフルトとか映画祭に来る自体がすごい初めてで。Und dann haben wir so einen Filmemacher, der einen super tollen Film gedreht hat und der überhaupt keine Kohle hat und es ist so schade, dass wir dem dann nicht nur Unterstützung anbieten können, weil es ist so wichtig, auch beim Festival die Gäste da zu haben. Damit die ihren Film persönlich präsentieren können, damit die Zuschauer Fragen stellen können, damit sie sich einfach so direkt mit den Machern auseinandersetzen. Das ist sehr wichtig. この日本コネクションの中で一番大切なのは友情だと思います。まあお互いの国民性とか映画を通してそのコミュニケーションがより深くなればいいと思います。Ich glaube, jeder, der bei Nippon Connection mitmacht, ist ein bisschen verrückt, weil wenn man bedenkt, wie viel Arbeit dieses Festival für uns alle ist und wir machen das alle ehrenamtlich, da muss man ein bisschen verrückt sein. Und wenn dann das Festival da ist, dann muss man sich immer mal in die Backe zwicken und sagen, so was Tolles haben wir jetzt zustande gebracht und das ist wunderbar.